Moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Skyworld. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine lieben Freunde, heute ist ein ganz trauriger Tag. Denn ich habe wieder mal in der letzten Folge bewiesen, was für ein Kevin ich bin. Es tut mir leid. Es tut mir aus tiefstem Herzen leid, was ich getan habe. Ihr könnt von mir aus alle jetzt Hashtag richtiger Kevin in die Kommentare schreiben. Und ich möchte mich direkt einmal für euren ganzen Support auf die Folge von gestern bedanken. Vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Bewertungen und das ganze Feedback in den Kommentaren. Und dickes, dickes Sorry, dass ich mich gestern so ein bisschen blöd angestellt habe. Ja, ihr habt es gehört. Ich habe mich mal wieder wie ein richtiger Kevin angestellt und ich werde jetzt sagen, genau wieso. Und zwar haben wir ja gestern in der Folge versucht, hier so ein Sigil zu erschaffen, ja, mit dieser Asche hier. Ich habe ja immer dieses Symbol auf dem Boden gemacht und habe dann immer so eine Blank Slate genommen, die da reingelegt und habe dann das Redstone dazu getan, weil wir wollen ja uns gerne hier das Divination Sigil erschaffen, womit wir unter anderem überprüfen können, wie viel Blut wir in unserem Blutpool haben oder auf welcher Stufe sich unser Altar befindet. Und es hat nicht funktioniert. Und warum hat es nicht funktioniert? Weil ich die Sachen in der falschen Reihenfolge reingelegt habe. Und da bin ich nicht von selbst drauf gekommen. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich habe dem Namen Kevin wieder alle Ehre gemacht, auf jeden Fall. Es tut mir wirklich leid. Vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die mir das dann, netterweise richtig in die Kommentare geschrieben haben. Denn der Fehler war folgender. Ich darf nicht zuerst die Slate reinlegen, sondern zuerst muss das Redstone rein, weil dann passiert nämlich folgendes. Bam, dann verändert sich das Symbol nämlich. Dann kommt hier so ein Auge und sowas. Und dann nehmen wir die Blank Slate und dann passiert folgendes, meine lieben Freunde. Das Ganze fängt sich an zu bewegen. Es bewegt sich immer mehr. Es fängt an, sich zu drehen. Und da passiert es. Wir transformieren unsere ultimative Rune. Hahaha, sehr schön, da haben wir sie. Seht ihr, da ist das Divination Sigil. Und das habe ich falsch gemacht. Ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, da habe ich wieder eine ganze Glanzleistung hingelegt. So, jetzt können wir aber hingehen und können überprüfen zum Beispiel, auf welcher Stufe sich unser Altar befindet. Und da sehen wir das auch schon im Chat. Er befindet sich aktuell auf Stufe Tier 3. Also das heißt, wir haben schon einen Tier 3 Blutaltar. Und wir haben aktuell 9000 LP drin und ganz reinpassend tun 10.000. Das heißt, wenn wir jetzt hier die ganzen Monster mal eben kurz wegklatschen, seht ihr das auch? Jetzt haben wir 10.000 LP im Blutaltar drin. So, um jetzt weitermachen zu können und auf Stufe T4 zu kommen mit dem Altar, müssen wir ein Bound Sword haben. Denn mit diesem Schwert, ja, mit dem Bound Sword, das ist das hier, Bound Blade, ein Bound Blade benötigen wir. Mit diesem Schwert können wir nämlich diese Seelen, die wir für die Dinger hier benötigen, diese Weak Blood Shards, die können wir damit farmen. So, und um das Bound Blade zu erschaffen, brauchen wir einen Binding Reagent. Ich weiß nicht, wie man den genau erschafft. Okay, wir brauchen dafür einfach nur... Ey, das ist ja relativ simpel. Das ist ja voll einfach. Das ist ja viel, viel einfacher mittlerweile. Hä? Das ist ja krass. Okay, dann machen wir das direkt mal. Wir müssen einmal an die Hellfire Forge und dann müssen wir ein, okay, wir müssen da irgendwie diese Tarik-Dinger erschaffen. Das heißt, wir brauchen einen, Demon Wild Crystal. Ich weiß nicht, wie man den erschafft. Okay, das ist jetzt echt eine Sache. Okay, wir brauchen ein Imbued Slate. Wir brauchen ein Leather Tarik Gem. Okay, wie kriegt man die denn? Oh. Okay, die kann man... Oh, die kann man herstellen. Oh, das ist ein bisschen... Da müssen wir ein bisschen was hochcraften für. Okay, dann brauchen wir jetzt hier so einen Teil. Ah, okay. Alles klar. Wir brauchen erstmal ein Petty Tartaric Gem. Oder wie auch immer man die ausspricht. Dafür müssen wir einen Redstone, Gold machen, eine blaue Farbe und ein Magenta Stained Glass nehmen. Okay, Orange Stained Glass. Okay, wir müssen generell irgendwie ein Glas wahrscheinlich nur nehmen. Also Lapis Lazuli, Redstone, Goldbarren und ein Glas. Und das müssen wir in unsere Hellfire Forge packen. Das machen wir jetzt mal eben schnell, Leute. Also, wir brauchen einen Goldbarren. Redstone habe ich im Inventar. Wir brauchen ein bisschen Lapis Lazuli. Und wir brauchen Glas. So, zack. Dann fliegen wir mal jetzt hier hoch zu unserer Höllenfeuerschmiede. So. Und dann packen wir hier mal alles, was wir da reinpacken sollen, rein. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich das Teil herstellen, ja? Da ist es gerade in Arbeit. Zack, da haben wir es. Sehr schön. A game used to contain a little will quality.
Okay. Ich weiß allerdings nicht, wie man die Qualität erhöht, Leute. So. Wenn wir jetzt dieses Leather-Teil herstellen wollen, dann müssen wir das da reinpacken. Dann muss dazu ein Diamant kommen, ein Lapis-Lazuli-Block und ein Redstone-Block. Okay, das machen wir mal eben schnell, Leute. Das kriegen wir ja wohl auch hin. Also wir sind auf dem besten Wege, unser Bound Sword zu bekommen oder unser Bound Blade. So, was hatte ich gesagt? Wir brauchen das. Dann brauchen wir einen Lapis-Lazuli-Block. Wir brauchen einen Diamant. Ja, hier haben wir Diamanten. So, zack. Wie sieht es eigentlich mit unserem RE-System aus? Okay, ja, das ist noch nicht ganz voll. Da müssen wir nämlich jetzt auch mal in Kürze gucken, dass wir da mal ein bisschen Vollgas geben. So, und dann schauen wir mal eben ganz kurz. Dann packen wir den ganzen Stissel mal hier rein. Zack, zack, zack. Und dann das noch dazu, ne? Nee, anscheinend nicht. Moment, dann habe ich irgendwas jetzt verkehrt gemacht. Das. A Petty Tarek Gem. Habe ich doch, ne? Tut er nicht erschaffen, ne? Oh, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Moment, wir schauen mal eben ganz kurz. So. Wir brauchen einen Lapis-Lazuli-Block, einen Redstone-Block, einen Diamant und ein Petty Tarek Gem, ja. Und einen Demonic Will. Haben wir doch. Muss ja vielleicht eine höhere Qualität haben. Das kann natürlich sein, Leute. Dass wir da dann eine höhere Qualität brauchen beim dämonischen Willen hier. Nee, anscheinend nicht. Okay, da scheine ich irgendwas wieder verkehrt zu machen, Leute, was ich jetzt wieder nicht blicke. Ja, da hat sich an der Mod einiges geändert, das muss man ehrlich mal an der Stelle sagen. Ein Lapis-Lazuli-Block haben wir, Redstone-Block haben wir auch. Wir brauchen einen Diamant und dieses, Tartaric-Gem. Das haben wir ja hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da verkehrt gerade mache, dass das nicht funktioniert. Aber ich denke mal, ihr werdet wahrscheinlich so nett sein und mir das wieder in die Kommentare schreiben. Ja, das muss man ehrlich sagen. Also die Blood Magic Mod, die hat sich ja so ein bisschen geändert. Das ist nicht mehr so wie früher. Früher musste man ja so ein riesen Ritual und so vorbereiten mit... ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese Master Ritual Stone. Ja, das gibt es anscheinend auch noch. Früher war das alles echt ein bisschen anders. Jetzt ist es halt komplett nochmal neu. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass ich mich da so ein bisschen reinwurschtel. Vielleicht habe ich es auch falsch angeordnet. Kann das daran liegen? Vielleicht? Ja, wir gucken mal eben ganz kurz. Vielleicht muss ich das nur richtig anordnen. Also unten links, unten rechts das. So, zack. Ja, nee, das ist alles richtig, ne? Alles richtig angeordnet gewesen, ja. So, und der hier oben links. Er fängt aber nicht an damit. Irgendwas fehlt hier anscheinend, um das herzustellen. Wir gucken noch mal eben ganz kurz. Wir brauchen nämlich dieses Binding Regent. Ja, okay. Dafür müssen wir auf jeden Fall... Wir brauchen zumindest einen Common oder einen Greater oder einen Grand. Ja. Muss zumindest das Teil hier erschaffen. Und dafür brauche ich dieses Lesser oder wie es heißt. Tartaric Gem. Aber ich verstehe nicht, warum er mir das nicht erschafft. Ich habe echt gedacht, das wäre relativ simpel zu machen. Minimum 60 Will, Grand 20. Okay. Hier steht was. Ich brauche irgendwie mindestens 60 Wille und 20 verbraucht er oder so. Ich weiß nicht, ob man den Tisch irgendwie aufladen kann oder so. A gem used to contain a little will quality. 0-0. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für irgendwas da ist oder so. Wir testen das jetzt einfach mal, Leute. Ich glaube, es gibt sogar ein Schwert, mit dem man quasi aus diesen Viechern noch diesen Willen oder was auch immer das ist, da rausbekommt. Wir benutzen jetzt nochmal die Snare und testen das mal, ob wir da das ein oder andere... So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall was rausbekommen, ne? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir auch nicht, ne? Nee, haben wir nichts bekommen, ne? Okay, irgendwas müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich hier anders machen. Ich mache mir nochmal ein paar von diesen Snares. Die sind nämlich relativ easy zu craften und dann testen wir das nochmal. Wir müssen irgendwie den Willen in diesen Kristall gespeichert kriegen wahrscheinlich. Davon gehe ich jetzt mal auf. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir so eine Snare uns noch craften. Wo haben wir sie denn?
Wir haben nur eine Seite hier. Das heißt, die muss ja irgendwo... Da ist sie, da. Das ist die. Monster and then kill to obtain the demonic will. Genau, damit können wir diesen dämonischen Willen holen. Use demon will to unleash the full... Contains raw will. Ach, genau, das ist das Schwert. Wartet mal. Okay, hierfür brauchen wir... Ich muss mir dieses Schwert wahrscheinlich erstmal erschaffen. Wartet, wir craften uns mal eben ein Eisenschwert. So, zack, passt auf. Ich glaube, damit kann ich nämlich diesen Willen aus diesen Viechern ziehen. So, Moment. Jetzt packen wir das rein. Und dann das noch dazu. Genau. Und jetzt erschaffen wir uns nämlich dieses Schwert. Und das benötigen wir wahrscheinlich. So, zack. Da haben wir auf jeden Fall unser Sentinel Sword oder wie es auch immer heißt. Oder Sentient Sword, wie auch immer. Und ich glaube, damit können wir die Kräfte aus diesen Monstern ziehen und kriegen diese Shards, die wir benötigen. Testen das jetzt mal. Einfach mal ein paar Monster töten. Einfach mal gucken. Ja, da kriegen wir die raus. Seht ihr da? Da sind die Qualitäten schon. Da haben wir sie schon, die verschiedenen. Und damit müssen wir jetzt wahrscheinlich unseren Altar erstmal ein wenig gleich aufladen. Oh, das hat auch eine Haltbarkeit, das Schwert. Das heißt, das kann man wahrscheinlich auch verzaubern und alles. Oh ja, jetzt haben wir hier richtig viel bekommen. Ich packe jetzt einfach mal hier so ein bisschen Stuff eben kurz rein, damit wir diese ganzen Sachen hier mitnehmen können. So. Und damit müssen wir irgendetwas aufladen. Entweder die Forge oder wir müssen unsere Pretty Shard oder wie auch immer die heißt aufladen. Ich kann mir vorstellen, dass man die hier... Hat er die jetzt zerstört? Anscheinend ja. Er hat die anscheinend zerstört. Da müssen wir jetzt nochmal eine machen, je nachdem. Wir müssen mal gucken, kann man die... Entweder kann man die zusammencraften oder man muss irgendwie was aufladen. Nee, zusammencraften geht schon mal nicht. Dann packen wir die mal hier rein. Oh, Moment. So, haben wir da eine Einser-Qualität. Egal. Dann gehen wir mal hin und holen jetzt nochmal hier einen Barren raus. So, zack. Dann brauche ich auch nochmal einen Lapis Lazuli, den holen wir mal eben ganz schnell. So, und dann schauen wir jetzt mal eben, dass wir uns ganz kurz hier wieder so ein Teil machen. Ach, Glas hätte ich noch holen müssen, ne? Ich habe noch kein Glas, das müssen wir auch mal eben schnell holen. Okay, das scheint aber ziemlich geil zu sein, also gar nicht so kompliziert, ne? Zum Glück bin ich auf die Idee gekommen mit dem Schwert, das hatte ich nämlich noch im Hinterkopf, dass es ein Schwert gab, um Seelen zu bekommen. So, zack, zack. So, jetzt erschafft er uns erstmal wieder so eine komische Pretty Shard, oder wie die heißt. So. Und die? Können wir die je nachdem hier mit den Seelen vielleicht füllen oder so, wenn ich die da reinpacke? Nee. Vielleicht muss ich die mit einer Seele zusammen craften. Nee, auch nicht. Also die müssen wir irgendwie befüllt bekommen. Raw Will. Warte mal, gibt es das? Ich guck mal eben. Raw Will. Wie kriegt man die befüllt? Das ist jetzt die Frage. Dafür müssen wir irgendeinen Gegenstand oder so haben. Aber wahrscheinlich werdet ihr mir das so oder so jetzt, denke ich mal, spätestens in die Kommentare schreiben. Und wir sind nämlich am Ende für heute angekommen mit unserer Folge. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, wie ich hier diesen, Willen oder wie ich das halt hier rein extrahiert bekomme, in diesen Shard quasi, ne? Wie ich das da reinbekomme, diese Qualität. Ich gehe mal davon aus, sie muss da rein, damit wir dann weitermachen können. Schreibt mir da gerne mal eine Anleitung in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall über euren Support, über euren zerbersterischen Support freuen. Und dann würde ich einfach mal an der Stelle sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung, genauso auch Feedback, ich bitte drum, Feedback dalassen, damit ich hier vorwärts komme und wir weitermachen können in der Welt der Blutmagie. Und Dankeschön für euren ganzen Support und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ganz kurze Info, gerade wo ihr diese Folge geguckt habt, fängt auch schon der Livestream an auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und dann sehen wir uns entweder im Livestream oder in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!